Herzlich willkommen zurück zu Dying Light mit mir, Taverno. Ja, wir sind ja das letzte Mal im Versteck angekommen. Nach der nervenaufreibenden Sache mit dem Strom, mit der Nachtsache. Und jetzt sollten wir uns hier mal eine Nacht ausruhen. Drücken wir hier F. Los geht's, schlafen wie ein Kind. Wir haben geschlafen. Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen. Oh, Entschuldigung, Spike. Was ist mit dem? Schaden. Haltbarkeit 31 von 31. Ich muss Zeug dabei haben, das ganz ist. Alles andere ist nicht so gut. Outfits. Gibt es da noch bessere Outfits scheinbar, hä? Ja. Okay, eine Sekunde. Also was müssen wir machen da? Coop-Modus. Ah, jetzt könnten wir im Coop spielen. Also, Aufforderung an euch. Wenn einer Lust hat, mit mir da Coop zu spielen, schreibt mir eine Nachricht. Ich bin dabei. Bin da aber nie, eigentlich nie abgeneigt dagegen. Voraussetzung ist natürlich, du hast genug Geld zum Spielen. Das ist die Voraussetzung. Okay, also machen wir weiter. Sprechen Sie mit Spike. Jetzt müssten wir zurück. Zurück zum Spikey Spike. Der da ist kaputt. Und da haben wir nichts. Wieso haben wir da nichts? Dann müssen wir unbedingt noch etwas aufnehmen. Uhu, da sind wir wieder in dieser Welt. Mit Kuh kann man ja eben so ein bisschen rumschauen. Und scheinbar hat es jetzt hier noch eine Bodenplanke. Und ein Nagelbrett, das nehmen wir uns doch gerade mal. Und die Bodenplanke nehmen wir uns auch mal. Können wir ein bisschen auf die rein dängeln. Und jetzt sollen wir zurück zum Spike. Also geht klettern weiter. Du. Laufen wir doch nachher. Eigentlich kann ich hier gerade noch wählen. Wo ist der Spike? Der wird in der Sicherheitszone sein, wo wir bis jetzt gesehen sind. Und jetzt kommt man dort das Fenster rüber. Oder gerade aufs Dach. Das ist natürlich noch viel besser. So. Schön. Nochmal ein bisschen die Aussicht geniessen. He? Sieht also wirklich nicht schlecht aus. Gut. Genug genossen. Weiter geht's. Da hinten hat es ja keine Zombies. Das ist ja mal sehr schön. Kann man fast sagen, wir haben auch unsere Ruhe. Was schreit da? Da schreit etwas. Sind wir so weit gelaufen? Das ist ein Wahnsinn. Ah nein, der Spike ist eben beim Arzt. Genau, nicht eben der Safe Zone. Das wäre der Weg, wo wir schon mal gelaufen sind. Ziemlich am Anfang. Mir würde eigentlich reizen, von hier dort aufs Dach kommt. Was schaffe ich da? Überlebe ich da? Ah, nein. Nein. Gut. Jetzt wissen wir es. Jetzt muss ich wieder in die Safe Zone hinten anfangen. Ah, mega doof. Taverno. Probier doch nicht so Zeug aus. Ah, Leertaste. Ich war hier völlig fixiert. Hä? Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt schon da? Ah, ja, das war natürlich jetzt der Schnellweg gewesen. So, einmal angesappt. Ah gut, wir sind natürlich auch. Wäre jetzt ein fies gewesen, wir sind ja gerade hier vorne gestorben, oder? Der Spike ist ja der gute Mann da innen. Sally. Spike. Sally Spike. Crane, eins vorweg. Du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde?
Also der gute Mann ist verletzt, der da hat in der Nacht das Zeug reinholen. Jetzt sollen wir mit dem reden. Und er hat irgendetwas gesagt von UV-Ding und von wegen kapiert. Ja, wegen kapiert, sehen wir den noch. Ich weiss gar nicht, wie man das Fertigkeitenmenü auftut. So. Dann kann ich hier auf das Dach kumpeln, von dort oben. Ich schaff's nicht einmal von hier her. Lauf, lauf, lauf. Dann wären wir schon wieder da. Ah nein. Oh, wir sollten auf die Minimap schauen. Wir müssen hier rein. Da müssen wir ja noch Funkspruch oder etwas ablassen. Crane hier. Bericht. Könnte es sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe? Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Okay. Gehen wir schauen. Juppie! Wo ist unser Eingang? Da vorne. Ja. Folgt es niemand. Da, Safe Zone rein. Ah, gut, Garugari. Jetzt kann man hier beim Quartiermeister, kann man, glaube ich, Zeug verkaufen. Und kaufen. Das gibt er uns. Das nehmen wir sicher gerne mit. Das lassen wir mal noch. So kann ich nicht. Ist er kein Händler? Gibt es da andere, die handeln? Müssen wir dann mal nachschauen. Aber wie geht das Fertigkeitenmenü auf? Ich weiß es nicht. Ich muss schnell nachschauen. Entschuldigung. So, ich habe schnell herausgefunden, wie das funktioniert. Mit U. Weil wir haben ja hier überall noch Punkte. Wendigkeitsstufen. Schauen wir doch hier. Tipp, der Wendigkeitsbaum ermöglicht es Ihnen, Ihren Gegner davon zu laufen. Um Ihre Wendigkeitsstufe zu erhöhen, können Sie klettern, springen oder andere Parkour-Aktionen ausführen oder Fertigkeiten des Wendigkeitsbaums nutzen. Okay. Das wäre Ausweichen. Da kann man auf die Seite springen. Das ist sicher auch nicht schlecht. Das macht man, indem man die jeweilige Richtung schaut und Leertaste drückt. Ja, möchte ich gerne kaufen. Danke. Und dann hier. Rutschen. Dann können wir unter den Durchgang durchrutschen. Oder einen Wurf. Ich will lieber rutschen nochmal. Mal die Flucht ermöglichen. Das ist sicher nicht schlecht. Und jetzt, wie komme ich da zurück? Esk, genau. Bei der Kraft haben wir noch gar nichts. He? Also Stufe 1. Müssen wir dem mal einem Eis auf den Deckel geben, als dort auch etwas vorwärts geht. Überleben. Das Projekt gibt uns Waffenslots, 4 zusätzliche. Oder Aufputschmittel. Waffenslots. Alles klar. Gut. Jetzt sind wir ready, zu dem guten Burschli zu gehen. Manchmal überkommen mich diese Gedanken, dass da draußen nichts mehr ist. Schau, was die da meinen. Irgendwie hat er ja einen Unfall gehabt. Guck, wie schlimm. So. Ah, da hat so Ausrufezeichen. Das wäre gerade der gewesen. Hey, ciao. Gute Arbeit, 31. 31. Crane, richtig? Ja, genau. Ah, der sieht aus wie ein Händler. Händler. Verkaufen. Was verkaufen wir denn? Moment. Gibt es da nicht irgendwie einen Alles-Verkaufen-Knopf? Wo? Nicht, hä? Scheinbar. Scheinbar gibt es das nicht. Scheinbar gibt es das nicht. Ja, dann warten wir lieber einmal noch. Weil ich nicht genau weiss, was ich noch brauche von all dem Zeug. Manchmal überkommen mich die Gedanken. Achso, gehen wir da hinterher. Wo müssen wir da hin? Crane. Ah. Hör zu.
Brecken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Eiser haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Zum Teufel. Ei, ei, ei. Du kannst ja kaum gerade auslaufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken, Lena. Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Ui. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hier bleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Okay. Jade. Er hat es ja wirklich übel verwischt, hä? Brich zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Jetzt müssen wir da die nächste Lieferung sichern. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb, vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Okay, da finden wir den einfach, oder wie ist das? Falsch. Jetzt hat es da einen Haufen Ausrufezeichen, aber das ist auch unten. Was ist da noch? Der Chart. Hast du Ersatzschlüssel für 202? Ja klar. Was ist denn los? Drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen. Ist das jetzt so ein Nebenquest oder wie? Du, sag jetzt mir nochmal, was kann ich verkaufen? Nicht. Also behalten wir es. Wir behalten es einfach. Und sehen da, was gibt es da noch gut? Da ist alles auch unter dran, oder wie? Der wird auch nichts sagen. Da liegt gerade nichts rum. Da liegt auch nichts rum. Blickt zum Fenster aus. Ja, müssen wir jetzt wirklich mit denen die Tunde reden? Was machen wir da? Workshop oder was ist da? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ja, das werden wir wahrscheinlich alles noch kennenlernen. Dann gehen wir weiter. Gucken wir mal, was es noch bringt da. Ja, ist eigentlich noch bis jetzt eigentlich macht es recht viel Spass, das Spiel. Also, mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Wenn ihr irgendeinen Tipp habt, wenn ihr etwas besser wisst oder so, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Also, sind so frei. Ist immer gut. Ich habe gesehen, nämlich auch immer einen Haufen, habe ich das Gefühl, und gehe auch nicht überall das Zeug anschauen. Die Ausrufezeichen sind alle dort oben gewesen.
Ah, da ist eben der Quartiermeister und da hinten wäre nochmal so ein Shop. Was ist da mit dir? Du hast das gute Zeug dem Fall. Ja, was können wir eigentlich bauen? Was können wir bauen? Entwürf. Wir sollten mehr Plastikteile haben, mehr Batterien, dann wird es. Und ein Schlagstock. Wie können wir einen Schlagstock über? Eine Klinge, da gibt es eine dicke Lippe. Ein Taser, Taser-Mod. Vielleicht ein langes Messer, haben wir keins. Und ein geladenes Rohr. Das klingt auch noch lustig. Plastikteile. Plastikteile sind wichtig. He? Ja, sobald wir können, tun wir das. Also heisst es wieder raus in die, weite Regenwelt. Es regnet. Wie hässlich ist denn das? Springen! So, kontaktieren wir da unsere Kollegen. Brain hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier nennt sich Raiz. Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Oh, also gut, und jetzt? Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Dann springen wir mal da rüber. Und laufen in die Richtung hoffentlich. Auatsch. Bleiben wir gerade ein bisschen am Boden unten. Bis wir hier wieder auf so Gestalten treffen. Und eigentlich sollte ich ja dann mal eins auf den Deckel geben, damit ich auch bei den Kraftpunkten ein bisschen vorwärts komme. Tja, ist noch gäbig, dass die nicht so gut können klettern wie wir. Was ist da los? Das Holz ist für gar nichts. Und jetzt haben wir es dann gegeben, da. Langt da. Hey du, lass mich hier nicht im Stich. Für da. Schnell ausruhen da in der Höhe aber. Irgendwie ist die Waffe ist für nichts, hä? Braucht noch recht viel, bis die da down sind. Wahrscheinlich liegt es auch wirklich an dem Holzbrett, das ich da in der Hand habe. Tabulator ist das Ding, genau. Ja, das kann man eigentlich, kann man das auch fallen lassen. Direkt. Muss ich den auch noch schnell rausfinden. Wow, danke schön. Und so hilft mir einfach Leute unterwegs. He? Cool. Das sind so kleine Nebenmissionen, wo du dran läufst. Wir sind ja immer am Suchen von diesen Teilen. Plastikteile, genau. Jetzt ist mir wieder in Sinn gekommen. Bitte auf, danke. Jetzt da etwas für uns. Leer. Kaum gehören so etwas, sind es gerade. Ich glaube, wieder gierig da, die Viecher. Aber irgendwie, wenn man nur rumhüpft, dann findet man eben nicht so viel Zeug. He? Okay, aber jetzt schauen wir dem gerade mal zu, wie der da macht.
Wenn er rausklickt, genau so macht er's. Aha. Kaffee. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, die Bodenplanken ist eben wirklich für nichts. Da hat es die Türe. Oh oh. Das heisst, wir können die einfach nicht auftun. Heisst da. Der ist aber noch flink, so mit aufs Dach aufgumpen. Drei Viertel aller Pakete kommen im Kessel runter. Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfstelle vor den anderen erreichst. Im Kessel. Unterwegs. Im Kessel. Wow! Scheiße, der geht ja tatsächlich runter. Jetzt habe ich doch mal dort durch. Den Weg kennen wir doch schon. Das Leben nimmt es einem schon, wenn man ein bisschen zu hoch runterkumpelt. Also. Jetzt nähern wir uns ja dem Kessel. Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Die meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. So, hatten wir dem eins gegeben. Da hat es sonst nichts für uns von Interesse. Und jetzt, was muss ich machen? Jetzt habe ich nicht zugelassen. Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Kesselgebiet. Sieht man da irgendwie Rauch? Ah, da sieht man einen Fallschirm. Und da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Klinge, yeah. Was hat es da sonst noch? Wo ist die Kiste, die er gesehen hat? Hallo, Kiste. Er meint auch nicht die Batterien. Wir können uns wahrscheinlich etwas bauen, Plastikteil. Sie können nun einen Gegenstand herrschen. Ah, cool, das sagt es einem sogar noch. Ist das dort auf dem Dach oben oder wie? Ah. Das ist gut. Ich habe gesagt, zwischendurch können sie in diesem Spiel einmal mal trümmelig werden. So. Ja, und jetzt bin ich da beim Fallschirm. Wo ist die Kiste? Hallo, Kiste? Ah, da. Ich habe sie nicht gesehen. Na klar, nichts drin. Aha. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten. Toll. Für nichts hier reingelaufen. Dort hat es noch Kisten. Wir wagen den Sprung. Und wir haben es fast geschafft. Wir müssen als Erstes bei den Kisten sein. Ja, hahaha. Happy, danke. Irgendwie, wenn man so schnell rennt. Habt ihr gesehen, mit M kann man die Lichtdinge aktivieren, wenn man in der Nähe ist. Machen wir jetzt aber nicht. Aber wenn man so schnell rennt, verschwimmt das Bild irgendwie. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt schauen, ob man das noch ausschalten kann. Hallo, da sind wir. Da hat es Rauch. Ah, das ist davor. Mist. Zu spät. Jade, Reis, Männer waren schon da. Verdammt. Okay, kein Kampf. Such einfach Nummer 2. Such nach dem Rauch des Leuchtsignals. Die Kiste muss in der Nähe sein. Okay. Hauen wir da besser ab. Wenn sie schon sagt, kein Kampf. Und jetzt wären wir da. Und wo ist da? Irgendwo im Ghettos. Hm. Mit V-Lichtfallen aktivieren. Jetzt komme ich da nicht mehr raus. Vorher gestanden mit M.
Was ist das blaue Dings dort? Das ist sicher auch wieder so ein Quest. Ich bin fast dort, ich schaff das. Oh oh. Wow. Wow. Da hat mir gerade noch eins gegeben, der Sack. Das war jetzt aber nicht so gut gewesen. Aha. Da vorne ist die zweite Absturzstelle. Und ich würde sagen, wie wir die erreichen und was dort passiert, das seht ihr in der nächsten Folge. Und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und für den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann. Ciao.